Hallo zu einem neuen Schnittwoch. Heute mit dem T-Shirt Vanela von Einfach Nie. Vanela ist ein Basic-Shirt, ein körperbetontes Basic-Shirt, das du in verschiedenen Varianten nähen kannst. Und genau das möchte ich dir heute etwas näher vorstellen, denn ich habe mir bereits zwei Varianten genäht. Beide in Kurzarm. Das eine trage ich gerade, das andere ist auf der Puppe. Und einmal habe ich die Version Rundhalsausschnitt gemacht und einmal habe ich diese Version mit diesem leicht angedeuteten V-Ausschnitt genäht. Ich brauchte nämlich dringend ein paar Sommershirts und da kam es mir gerade recht, dass einfach nähen diesen Schnitt herausgebracht hat. Und da wir ja von einfach nähen Stoffpartner sind für den Premium-Bereich, haben wir uns das natürlich nicht nehmen lassen, auch wieder Nähpakete zu diesem T-Shirt anzulegen. Das heißt, ihr findet im Shop verschiedenste, leider nicht mehr diese hier, weil ausverkauft, aber verschiedenste sowohl bunt, also gemustert, als auch basic. Denn das ist tatsächlich wirklich ein sehr klassisches Basic-Shirt. Alternativ könnt ihr da auch super noch ein Langarm-Shirt draus machen. Auch die Variante ist im Schnitt vorgesehen. Das heißt, eigentlich gibt es damit ja da tatsächlich dann vier unterschiedliche Möglichkeiten, weil man kann ja Kurzarm-Rundhals, Kurzarm-V-Ausschnitt, Langarm-Rundhals, Langarm-V-Ausschnitt. Also verschiedenste Möglichkeiten, ein ganz, ganz tolles Basic-Teil. Und ihr seht natürlich auch, es ist wirklich körperbetont. Das heißt, es ist auch wirklich toll für Shirts, die man im Winter zum Beispiel gerne Unterkleidung drunter zieht, unter Pullover, weil das natürlich wirklich sehr körpernah liegt. Genau bei körpernah ist ja auch dann immer so ein bisschen dieses Problem der Passform. Ich sage mal Problem, weil eigentlich ist es ja kein Problem, denn einfach nähen hat die Lösung dafür. Und zwar ist in diesem Schnitt, gibt es drei unterschiedliche Varianten. Was die Oberweite angeht. Anna arbeitet dort immer mit unterschiedlichen Größen. Also wir haben ja immer den Brustumfang Alpha, dann Beta und Gamma. Und dieser Brustumfang, das heißt der ganze Schnitt, ist entsprechend auf unterschiedliche Körbchengrößen angelegt. Das hat sie ja bei ihren Schnitten nun weitestgehend tatsächlich bei allen Schnitten so gemacht, dass man verschiedene Körperpassformen entsprechend ausmessen kann und die richtigen Schnittformen dafür verwenden kann. Und dann braucht ihr eigentlich nicht mehr wirklich so viele Anpassungen an dem Schnitt vornehmen, um trotzdem für euch ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das ist so das Besondere an den Schnitten von Einfach Nähen. Das zweite Besondere ist natürlich, es gibt eine detaillierte Anleitung. Und wenn ihr bei uns zum Beispiel diesen Papierschnitt kauft, bekommt ihr gleichzeitig eine ausführliche Nähanleitung als PDF mit in euren Kundenkontobereich bei uns hineingelegt und könnt euch das da nochmal zusätzlich herunterladen, denn dann habt ihr auch die ausführliche Nähanleitung. Das ist ganz, ganz wichtig, weil hilfreich. Ja, ich selber habe mir, wie gesagt, diese beiden sommerlichen Shirts genäht und muss auch sagen, das war wirklich überhaupt kein Hexenwerk. Es ist wirklich ganz, ganz einfach. Ein schnelles Nähprojekt kann man super mal eben machen und damit seinen Basic-Bereich sehr, sehr gut auffüllen. Kleine Anmerkung noch, das ist ja tatsächlich schon das zweite T-Shirt, was einfach nähen herausgebracht hat mit den unterschiedlichen Körbchengrößen. Das andere Shirt heißt, jetzt habe ich wieder was angefangen, ohne es zu Ende zu bringen, ich hätte eigentlich einen Schnitt dabei haben sollen. Das andere Shirt ist das Airaki, ne? Mhm. Genau, ich bin richtig. Und auch das Shirt hatte ich mir schon mal genäht. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Shirts ist tatsächlich die Passform. Also hier haben wir ein Basic-Shirt, körpernah, körperbetont. Das Airaki-Shirt ist sehr viel weiter geschnitten, sehr viel salopper und damit nochmal so ein ganz anderer Stil. Also nur falls ihr euch fragt, warum hat einfach nähen zwei unterschiedliche T-Shirts, die aber doch eigentlich sehr basic sind. Das ist so der kleine Unterschied zwischen diesen beiden Shirts. Und ja, beide haben trotzdem absolut eine Daseinsberechtigung. Papierschnittmuster gibt es bei uns, Nähpakete gibt es bei uns, eurem Nähen steht nicht. Stoffempfehlung? Im Wege, genau, Stoffempfehlung. Ach, gut, dass ich die Augen habe. Sie hat wahrscheinlich gemerkt, dass ich gerade überlegte, was ich vergessen habe. Ihr könnt jegliche Arten von Jersey dafür verwenden, egal ob Baumwolljersey oder, ja, gerade wenn wir im Basic-Bereich unterwegs sind, dann kann man natürlich auch sehr gut Bambus-Jersey oder Tencel-Jersey verwenden, weil es da so unheimlich hautfreundlich ist und gerade bei einem eng anliegenden Shirt geht das auch sehr gut. Oder ihr verwendet Viskose-Jersey, das sind übrigens auch, das ist das, was ich hier verwendet habe. Und weil wir so viele Anfragen nach diesem Shirt hier hatten, also ihr seht ja, es ist so ein Panel, das ist sehr bunt unten und oben sehr uni. Leider hatten wir von diesen Paneelen nur eine ganz, ganz kleine Menge, die schon ausverkauft ist. Aber
das wollte ich doch kurz nochmal erwähnen. Wir haben noch diesen Kombistoff, der zumindest was den oberen Bereich angeht, sehr ähnlich ist. Und diesen Stoff könnt ihr bei uns noch im Shop finden, ganz normal unter der Meterware. Die Artikelnummer werden wir hier mit runterschreiben und das Video. Den findet ihr dort, aber leider hat er natürlich nicht diese farbenfrohe Bordüre, wie ich das hier habe. Ja, leider gab es davon nicht mehr wirklich viel. Und ich hatte eigentlich auch gedacht, die wären alle so schön bunt. Und als wir sie hier ausgewickelt haben, habe ich eigentlich erst gesehen, dass es ein Kombistoff ist. Das kann passieren. Aber trotzdem finde ich auch diesen sehr, sehr schön und hoffe natürlich, dass unter euch vielleicht ein paar weitere Fans von diesem Shirtstoff sind. Ja, ich wünsche euch ganz viel Freude mit Pernela, mit dem Schnitt beim T-Shirt nähen. Wie gesagt, egal ob Sommer oder Winter, das ist einfach ein ganz, ganz praktisches Shirt. Und probiert es aus, schaut euch die Schnitte an, die sind wirklich toll. Und macht eure Experimente, gerade was Passform angeht, ist das hier sicherlich eine ganz, ganz gute Hilfe für all diejenigen, die sagen, meine Körbchengröße ist vielleicht etwas größer und passt nicht immer in jedes Basic-Shirt rein, dann könnte das tatsächlich die ideale Lösung sein. Also viel Freude damit, ich wünsche euch einen schönen Mittwoch.